Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist Wer läuft. Hallo, hallo Stier. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du das erstmal bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Ich mache dein Reading für den August 2024. Ich habe vorher bei Instagram abgefragt über meine Seite, was für Kategorien ihr gerne haben möchtet. Die habe ich jetzt aufgeschrieben vorhin. Die da heißen Allgemeines Reading, Liebe und Karriere und Finanzen. Weil sowas wie Liebe kann sich auch gut mal Freundschaft einschleichen oder so. Da musst du schauen, was für dich resoniert. Aber die meisten wünschen sich nur mal Liebe. Vielleicht ist ein anderes Thema auch in der Allgemeinheit zu sehen. Da schauen wir gleich mal. Dieses Reading ist für dich, wenn du den Stier in einer deiner Platzierungen hast oder auch wenn du Crosswatcher bist und für einen anderen Stier, für den du dich in welcher Hinsicht auch immer interessierst, hier reinschaust. Und was noch? Ja, persönliche Buchungen, sage ich am Ende noch was zu, sind wieder frei ab dem 7. August. Vorher ist erstmal nichts zu machen. Da bin ich leider erstmal busy und ausgebucht. Aber ich freue mich, dass du jetzt schon hinschaust, um für den 7. ab dem 7. August deine Lehrung zu buchen. Okay, Stier, es geht los. Ich habe mich gereicht und geklärt und mit deiner Energie verbunden. Was interessant war dabei, war, dass ich habe ja immer dieses Riesenfeuerzeug, mit dem ich ja auch meine Kerzen anzünde, die ich im Hintergrund habe. Und vorhin ging es noch bei den Kerzen und gerade eben als das Räucherbündel anzünden wollte, Entschuldigung, habe ich gemerkt, es funktionierte nicht. Und es hat aber 10 Sekunden vorher funktioniert. Dann war das Erste, was ich hörte, Stier, du wartest jetzt im August 2024 darauf, dass der Funke zündet. Was auch immer das jetzt für dich heißt, für mich ist es sowas wie, du hast eine Idee, du willst etwas umsetzen, was auch immer es jetzt sein mag, hier schauen sehr viele Stiere zu, und du willst, damit das losgeht, braucht es noch diesen zündenden Funken und auf den wartest du. Gucken wir mal. Vorschaffe ist auch rausgekommen, also jetzt sind wir im allgemeinen Reading. Das Ast der Schwerter. Es geht darum, die Klarheit zu erlangen, was du jetzt noch brauchst, um das letzte bisschen so umzusetzen, was du dir wünschst. Okay, gucken wir mal. Stier, allgemein für August 2024. Ach ja, interessant. Ja, und ich sag's gerade noch, ne? Du brauchst gerade noch so einen Funken oder eine Information. Und ja, was haben wir denn hier? Wir haben als erste Karte raus, welche, wie ihr meine Readings kennt, immer die ganze Energie des Readings bestimmt, Judgment, das Gericht. Es geht darum, dieses Mal kriege ich rein, etwas richtig zu machen, etwas gründlich zu machen. Vielleicht bittest du auch um eine zweite Chance. Also du bittest quasi oben das Universum, deine Guides, deine Führung um eine zweite Chance. Zweite Chance. Und ja, es mag sein, dass dir dieser Wunsch gewährt wird, ne? Weil du hast hier das Gericht. Es geht darum, seinem inneren Ruf zu folgen. Also wenn du zum Beispiel wenn es jetzt hier ein Arbeitskontext ist und du hättest gerne mit jemandem zusammengearbeitet und das hat erstmal nicht geklappt, weil du da irgendwie nicht intuit warst, weil dir der Mond zu neu war, oder es geht jetzt schon um Liebe, sage ich mal, dass da jemand auch vielleicht eine zweite Chance will, oder du eine zweite Chance willst, mit dieser Person was richtig zu machen. Jemand hier sammelt aber noch Informationen. Page der Schwerter. Es geht darum, dass noch nicht alle Informationen beisammen sind dafür. Und der Page der Schwerter ist ja wie so ein Student im Deck. Das heißt, der kümmert sich darum, dass er alle Informationen zusammenkriegt. Ich merke gerade, ich habe mal Deckenlicht anmachen können, aber naja, jetzt ist auch egal. Ich habe ja hier noch mein kleines. Also ich hoffe, ihr seht mich genug. Wenn nicht, ich müsste vielleicht noch ein bisschen am Licht feilen. Da könnt ihr mir gerne was zuschreiben, ob euch das zu hell oder zu dunkel ist. Ist ja immer Geschmackssache auch ein Stück weit. So, es geht weiter mit dem Teufel, Steinbock-Energie. Es geht darum, die Infos rauszuholen für dich, also hervorzuholen für dich, aber halt nicht in alte, nicht so schöne Muster zu verfallen mit dem Teufel. Der Teufel steht für Ängste und für Süchte, also für all die Dinge auf dieser Welt, die nicht so schön sind. Und es geht darum, einen Fehler aus der Vergangenheit oder etwas, was du in der Vergangenheit nicht so toll
bewerkstelligt hast, aus welchem Grund auch immer, nicht zu wiederholen. Wir haben nämlich die 6 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Das steht auch für so Vergangenheits, also Erinnerungen. Also klar, ne, steht auch dafür an diese Liebesgeschichten aus einem früheren Leben, also Past Life Romances, Seelenpartner. Aber ich rede jetzt hier, weil wir jetzt im Allgemeinen Reading sind, ich rede jetzt hier von Fehlern, die du nicht wiederholen möchtest. Ne, von denen du wissen möchtest, dass sie sich nicht wiederholen. Ne? Also. Die Fehler, die sich nicht wiederholen, schreiben wir immer mit, weil das ist der Titel weg. Okay, also etwas passiert im August 2024, was etwas Altes, eine alte Erinnerung, 6 der Kelche in dir hochholt, was vielleicht damals mit dem Teufel nicht so gut gelaufen ist und du möchtest nicht, dass es sich wiederholt. Wie geht es hier weiter für Stier? Ah, wunderschön. Neuanfang. Hallo. Ah, okay. Also es fängt schön an oder es geht schön weiter, aber es ist auch nicht ganz einfach. Also mit dem Narren kann eine Entscheidung getroffen werden, einen völligen Neuanfang zu machen, aber manchmal ist der Narr auch so ein bisschen, wenn es um so eine erwachsene Entscheidung geht, dass er diese nicht fällen möchte. Da müsstest du gucken. Also es geht hier auch um Neuanfänge, also wenn das hier doch schon Love ist oder für einige vielleicht auch Arbeit oder sowas. Ne? Es geht hier wirklich um Neuanfang, dass dir etwas angeboten wird oder du etwas jemandem anbietest. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht auch etwas mit dem Page der Münzen, etwas, auf das du lange gewartet hast, dass es sich umsetzt, dass es sich manifestiert in unserer Realität. Und es ist noch eine 4 rausgefallen. Jemand hier hat mit 8 der Schwerter auch Sorge, dass es nicht eintritt, dass es diese zweite Chance nicht gibt. Ich weiß nicht, ob du das bist oder dein Gegenüber, mit dem du hier zu tun hast. Also ich meine jetzt hier auch Gegenüber nicht im Sinne von Love Interest, sondern ich meine halt wirklich auch im Arbeitskontext. Kollegen, Kollegin, irgendwie sowas. Ne? Auf der Rückseite des Decks 9 der Stäbe. Jemand hier hält durch. Also es geht darum, daran festzuhalten, was man sich wünscht. Durchsetzungsstark zu sein. Natürlich auch von den alten Verletzungen, von den 6 der Kelchen halt noch so ein bisschen die Trauer tragen. Aber nichtsdestotrotz, es geht auch darum, ja, sich durchzusetzen, für etwas zu kämpfen, für etwas sich einzusetzen, so stark zu machen, damit man dann diese Vollendung mit den 10 der Stäben erreicht. Wie geht das hier zu Ende für Stier? Der Turm. Interessant. Es geht darum, also aus dieser Situation kommst du nur raus, 2 der Stäbe, wenn hier jemand eine Entscheidung trifft, welche Marschrichtung das jetzt sein soll. Ich habe kürzlich mit einer Kundin, die ist seit 1,5 Jahren bei mir, hatte sie immer Readings gebucht und Channelings und letztens hatten wir für sie eine große Legung gemacht und da habe ich zu ihr gesagt, es geht jetzt ganz klar um dich, es geht jetzt darum, welche Marschrichtung willst du? Und das hat dann nichts damit zu tun, was der andere möchte, sondern was willst du? Möchtest du diesen Weg weiterverfolgen oder einen anderen einschlagen? Weil du trittst auf der Stelle, wenn du keine Entscheidung triffst. Das ist ja auch Fakt. Das ist jetzt nicht nur bei meiner Kundin so, sondern bei euch allen, die mir hier zugucken. Wir treten auf der Stelle, wenn wir keine klaren Entscheidungen treffen. Und da hat sie dann eine klare Entscheidung getroffen. Und du kannst auch nach 1,5 Jahren, wo du das eine wolltest, dann auch wieder eine andere Entscheidung treffen. Ne? So eine Entscheidung ist halt auch nicht für immer, immer nur, wenn du halt energetisch weiter damit arbeiten möchtest, solltest du schon die Marschrichtung wissen. Und das war super interessant. Und ich glaube, es geht hier um eine Art Befreiungsschlag mit dem Turm, dass diese Entscheidung getroffen werden kann, wie weit es hier geht oder wie es hier weitergeht. Denn nach dem Turm, der Turm hatte ja auch eine super schöne Energie, wo ich hatte einmal eine Klientin im Reading, die hat gesagt, oh nein, ich habe so Angst vorm Turm. Und da habe ich gesagt, nee, der Turm ist eine schöne, reinigende Energie. Klar dauert so ein Turm manchmal auch und das nervt dann ganz schön, weil man sich dann fragt, wie lange geht er noch? Oh mein Gott, hört dieser Turm jemals auf? Ich habe auch noch eine andere Klientin und Freundin auch, die guckt auch zu, ist auch Stier. Die hat ihren Turm offensichtlich jetzt überstanden, hat eine Weile gedauert, aber sie hat ihn durchgezogen. Und ich habe immer gesagt,
zum Turm, wenn jemand einen Turm kriegt. Wir haben nämlich, ich glaube, 2 Readings gehabt bei ihr mit dem Turm. Und dann, ja, wenn der Turm dann wirklich niedergestürzt ist und die Asche sich setzt, dann kommt der Sonnenschein. Und das hast du hier, denn du hast hier gleich Löwe-Energie. Wir sind auch im Jahr der Kraft, also auch Löwe-Energie, deswegen ist es ganz passig. Die Sonne steht auch gerne zeitlich gesehen für den August. Ich denke, wenn dieser Turm niederkracht für dich, dann kommt das große Glück mit der Sonne. Aber auch hier nicht nur 8er-Schwerter, sondern 9er-Schwerter. Also jemand hier ist wirklich sehr im Kopf, was diese Sache angeht. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du denkst, was diese allgemeine Legung auf deine Situation aussagt. Ich trinke noch einen kurzen Schluck. Stier. Dann machen wir weiter mit Liebe. Gut, dass ich hier meinen Notizblock habe und nicht immer wieder dran langhangeln kann, weil wenn du hier so im Reading bist, dann kannst du dir so ein paar Dinge hintereinander nicht merken, weil du bist ja in der Energie. So, Stier, Liebe im August 2024. Gucken wir mal. Liebe für Stier. Auch der Teufel. Und das ist das Interessante, ne? Wenn ich diese Readings so mache für ein Sternzeichen und ich unterteile das schon in Abschnitte und dann wiederholen sich die Karten, dann ist das für mich nur ein Indiz dafür, dass es in der Energie des Stiers aktuell komplett so drin ist und dann halt immer nur auf die anderen Themen ausgelegt wird. Gucken wir mal weiter. Dritte wollte nicht. Stier, Liebe. Ach, herrlich. Okay. Stier. Wenn du jetzt nicht unbedingt was mit einem Wasserzeichen zu tun hast. Fische, Krebs, Skorpion. Sehe ich dich hier, auch wenn du ein Mann bist, der mir zuschaut, sehe ich dich hier als Königin der Kelche. Also du bist in deinen Gefühlen, du weißt, was du willst. Im August 2024, also dir geht's ganz gut. Du weißt halt, was du so willst oder was du erreichen möchtest in der Liebe. Gucken wir mal weiter. Es gibt aber in deiner Liebessituation gibt es Einflüsse. Wir haben schon wieder den Teufel, schon wieder Steinbock-Energie. Es geht darum, dass man sich aus alten Mustern, die es so nicht mehr geben braucht, weil es halt nicht mehr dient, befreien. Ne? Darum geht es. Ne? Und das ist interessant, weil wir haben hier die 6 der Schwerter und da geht es halt wirklich darum, auch etwas zu verlassen, also eine Situation zu rühren, Ufern zu segeln und halt wirklich den Teufel quasi zu verlassen, also dem Teufel entsagen. Und das finde ich total cool, weil hier geht es dann dadurch in die Mäßigkeit. Also auch wirklich diese Balance zu schaffen, Schütze-Energie. Es geht darum, also wenn es jetzt um deine Liebessituation geht, wir sind ja gerade im Love Reading, es geht darum, Stabilität in deiner Liebesbeziehung zu erlangen, denn wir haben hier die 2 der Kelche, es geht darum, ja, diese Stabilität möchte wachsen und gedeihen. Wir wollen von dieser Teufelsenergie weg, von alten Süchten oder nicht mehr funktionierenden Strukturen. Und ja, weil klar, der Teufel kann auch für eine sehr gute Sexualität miteinander stehen oder so, ne? Oder halt diese Lust. Ja, aber es geht hier meiner Meinung nach eher darum, es geht darum, aus alten Strukturen und Denkmustern, die nicht mehr helfen, also die deiner großen Liebe quasi im Weg stehen, ne, auszubrechen. Okay. Weiter für Stier, die Liebe. Der Herrscher. Interessant. Also hier im Love Reading. Wir haben die 3 der Kelche auf Rückseite des Decks. In aller Regel heißt es ja ein Grund zum Feiern, freudiges Miteinander, auch mit Freunden und so und in der Partnerschaft. Manche Stiere kann sein, dass sie sich mit einer alten Flamme jetzt im August 2024 wiedersehen, also falls ihr jetzt nicht fest zusammen seid, und vertragen. Oder falls es eine Streitigkeit mit dem Partner gab oder geben wird, dass es alles auf Vertragen halt ausgerichtet ist. Wir haben den Herrscher hier, das ist Widderenergie, da geht es um Stabilität in der Beziehung, Ordnung, Struktur, schon sehr schön. Also du
Es ist wie die Herrscherin. Du erschaffst mit deinem Partner oder wünschst dir 2024 im August, ich habe jetzt an den achten Monat gedacht, deswegen 2024 im August wünschst dir Stabilität, Struktur mit deinem Herrscher oder du bist der Herrscher oder ihr seid zusammen in dieser Energie des Herrschers. Kann auch für Vaterrollen stehen, Vaterfiguren. Es gibt mit diesem Herrscher oder wenn du das bist, es gibt ein Umdenken. Mit Fische-Energie, der Gehängte. Es geht darum, wie ich schon sagte, diese Denkstrukturen des Teufels aufzubrechen, weil ihr sonst nicht gemeinsam dieser Herrscherenergie frönen könnt. Das ist mega interessant. Es gibt auch eine große Anziehung zwischeneinander und es geht darum, also nicht nur auf dieser Komponente miteinander harmonisch zu sein, sondern auch wirklich, ja, also wenn du eine Frau bist, Stier und du datest gerade jemanden, dann wünschst du dir, dass dieser Mann halt die Person ist, die halt quasi für dich so der Familienvater ist. Also jetzt nicht dein Vater, sondern halt für deine Kinder oder mit dem du dir Kinder wünschst. Und aus dieser Teufelsstruktur raus funktioniert das nicht. Die Stabilität ergibt sich nur dadurch, dass deine Person halt wirklich als Herrscher kommt oder ihr zusammen so eine Energie schafft mit der Mäßigkeit, dass es sich dann um einen Herrscher handelt. Wenn das gehalten werden kann, dann ist es natürlich mit drei der Kelche ein Grund zum Feiern. Manche Stiere machen sich vielleicht auch Sorge darum, dass das hier so eine Third-Party-Situation ist. Also drei sind einer zu viel. Habe ich aber im Moment noch kein Indiz für, dass hier noch jemand anderes mit reinspielt in die Situation. Stier, vier der Kelche auf dem Kopf, zehn der Münzen und die zwei der Kelche. Herrlich. Aber aufpassen, fünf der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Es mag sein, dass es im August 2024 in Liebessituationen bei dir zu hitzigen Diskussionen, vielleicht sogar Streitereien kommt. Vielleicht auch mit dieser, ich habe gerade von einer dritten Partei gesprochen. Vielleicht auch mit dieser dritten Person. Es muss ja nicht immer ein drittes Love Interest sein. Es geht ja auch oft darum, dass eine Person, zum Beispiel Stier, du bist jetzt eine Dame, die mir zuguckt, du hast ein männliches Love Interest oder einen Partner und dann hast du noch eine beste Freundin und die grätscht dir da ständig rein und berät dich komisch und ach nee, lass den doch und bla und ach nee, aber selber hat sie wen und da musst du dann immer zuhören und mit Rat und Tat zur Seite stehen und so, aber dir rät sie eher ab. Und das ist dann auch so eine dritte Energie, die da reinspielt. Sie ist dann zwar nicht interessiert an deinem Partner oder an deiner Partnerin, wie auch immer, ne? Aber es ist trotzdem so ein Störfeld. Es gibt Störungen dadurch. Und ich denke, so eine Situation lehnst du in August 2024 für dich kategorisch ab. Also irgendwer versucht da dein Paradies quasi zu stören. Vier der Kelche auf dem Kopf, also vier der Kelche upright ist halt so dieses eine Situation ablehnen. Und du nimmst die Situation jetzt aber so an. Ne? Du gehst halt voll in die Annahme, wie die Situation ist und sagst, okay, das ist jetzt so. Und diesen Teufel möchten wir überstehen. Und um den zu überstehen, müssen wir ihn erstmal annehmen und akzeptieren und dann auflösen. Denn dann kommen wir, und das ist interessant, in unsere 10 der Münzen, also in unsere Glückseligkeit, in das, was du dir gewünscht hast, dir. Du wünschst dir mit dieser Person Stabilität, du wünschst dir eine Familie mit ihr zu sein. Also vielleicht bringst du Kinder mit und er oder sie auch. Oder halt, wenn kein Kinderwunsch besteht, dann vielleicht Haus, Hund, Hof. Was auch immer eure Definition von diesem Happy Ever After ist, das wünschst du dir. Und ja, das kannst du potenziell mit dieser Person kriegen. Wir haben jetzt nämlich hier noch Venus in Krebs bei der Kelche. Also schöne Gespräche auf Augenhöhe und so. Und ja, miteinander halt glücklich sein und das miteinander bestehen wollen. Aber wie gesagt, watch out. Es kann halt wirklich sein, dass es noch das eine oder andere, ich sag mal, Interventionsgespräch. Ich sage jetzt nicht Streit, aber Interventionsgespräch gibt diesbezüglich. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und es geht hier wirklich darum, diesen Teufel zu entsagen. Also ich sehe in deiner Partnerschaft alte Strukturen, die nicht mehr passen und die dürfen losgelassen werden. Das schaffst du entweder dadurch, dass du das Muster knackst, also dass du sagst,
Wow, das funktioniert hier nicht für mich. Ein Leben lang habe ich dieses und jenes Muster angewandt und ich möchte es jetzt lösen oder wir lösen dieses Muster jetzt gemeinsam. Das ist super interessant. Okay, Stier. Stückchen trinken. Und letzte Kategorie ist Karriere und Finanzen. So, schön, dass du noch da bist. Karriere und Finanzen bei Stier. Huch, so rum. Also Stier. August 2024, Karriere und Finanzen. Ach ja. Also es geht hier darum, im August 2024, oder hast du auch die Mäßigkeit auf der Rückseite vom Deck, also auch da. Darf Balance reinkommen? Irgendwelches Mitwirken von dir ist vorausgesetzt, dass du diese Balance in deine Karriere und Finanzen reinbekommst im August 2024. Wir haben ja die Hohepriesterin, Fische und Krebsenergie. Da geht es darum, der Intuition zu folgen und zu vertrauen. Aber irgendwas, was deine Finanzen angeht, Stier, bringt dich in Balance. Vielleicht musstest du jetzt erstmal so ein bisschen jonglieren, so welche Rechnung bezahle ich als nächstes und überhaupt und so. Und vielleicht hast du auch ein bisschen im Kopf so diese Angst, so ich schaffe das alles nicht. Ich schaffe das alles nicht. Es ist irgendwie ja, wie so ein Fass ohne Boden oder so ein Berg, den ich niemals erklimmen kann. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, Stier, alles im August 2024 zu klären. Vielleicht geht es darum, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen und erstmal auch da wieder in deine Balance und Stabilität zu kommen. Wie geht es hier weiter für Stier? Ja, auch du beendest dieses Stadium. Oh Gott, das ist ja nicht erträglich. Was ist das denn? Zwei der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Es geht darum, eine kluge Entscheidung zu treffen. Finanzen auf Kippe. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen. Du bist zu viel im Kopf. Du bist ja eine Königin der Münzen oder ein Münzkönig. Also du kannst eigentlich schon recht gut mit Finanzen und so, aber irgendwas macht dir so einen Kummer, dass du da so im Kummer gefangen bist, dass du dich im August 2024, was deine Finanzen angeht, vielleicht ein bisschen selbst blockierst. Zehn der Schwerter, dachte ich erstmal, jawohl, ne? Diese drei der Schwerter, zwei der Münzen-Geschichte endet dadurch, da wo du zu sehr im Kopf gefangen bist. Aber nee, du gehst zurück. Du gehst zurück in dieses Albtraum-Mindset. Oh mein Gott, ich schaffe es nicht. Warum, Stier, was ist denn los? Warum denkst du denn, du schaffst es nicht? Was überfordert dich so sehr? Also ich freue mich, wenn du jetzt sagst, wovon redet sie? Aber vielleicht sind es auch manchmal nur so Sachen wie, oh, ich wollte unbedingt diesen Urlaub machen. Ne? Der kostet zwar jetzt 3.000 Euro, aber es ist mein Traumurlaub. Und dann bin ich halt 3 Monate danach nochmal broke und im Dispo. Möchte ich nicht anraten, aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann fragst du dich die nächsten 3 Monate, ja, mein Urlaub auf Kuba war mega, aber warum habe ich jetzt 3, 4 Monate lang mit meinem Dispo zu kämpfen? Sowas sehe ich hier, weißt du? Und es ist halt auch so ein bisschen mit Traurigkeit verbunden. Fünf der Kelche. Also irgendwas trauerst du im August 24 hinterher, was vielleicht besser sein könnte bei dir in den Finanzen oder so. Vielleicht hast du auch wirklich ein bisschen, ich nehme mir so ein bisschen Existenzangst wahr. Komm schon, oh Universum. Wie geht das hier aus für Stier? Ah, Stier, so mag ich das. Du arbeitest hart dran. Ah, schön. Vielleicht auch mit jemand anderen zusammen. Vielleicht holst du dir auch Hilfe, so ein bisschen Finanzberatung oder du machst mit jemand anderen, falls du selbstständig bist, machst du vielleicht eine Zusammenarbeit mit jemandem, so ein Projekt, was wieder ein bisschen mehr Geld reinbringt. Guck mal, du hast aber den Willen. Es sieht im Moment ein bisschen schlecht aus bei dir. Du hast aber den Willen, gut, dann stecke ich aber weiter Arbeit rein. Acht der Münzen, es geht darum, hart zu arbeiten für ein Ziel, was du dir vor Augen gesetzt hast, nämlich zum Beispiel finanzielle Freiheit. Und da geht es darum, okay, ich arbeite da jetzt rein, ich habe den Willen, ich habe die Kraft, ich möchte es. Und du machst es. Und
Vielleicht geht es hier, also sieben der Schwerter ist halt auch Lug und Betrug, aber ich nehme das jetzt hier eher so wahr, dass du dir eine Strategie machst. Sieben der Schwerter spricht auch von Strategie, natürlich auch von falschen Masken, also Menschen, die eine falsche Rolle spielen in unserem Stück. Aber ich denke, es geht hier eher darum, dass du dir eine Strategie, ein strategisches Konzept machst im August, wie es weitergehen kann. Eine Strategie kann zum Beispiel auch sein, wenn du einen Online-Shop hast, dass du jetzt im August sagst, hey, ich mache einen kleinen Sommersale, irgendwie sowas, ne? Ist auch eine Strategie. Sowas zum Beispiel, ne? Oder wirklich, ich bin selbstständig, ich mache ein Team ab wenn du jetzt zum Beispiel auch Social Media machst und du sagst dann, ja, wir machen so ein Live-Event zusammen oder so mit dem und dem noch oder sowas, ne? Irgendwas, wo man gemeinsam die Kräfte bündeln kann, drei der Münzen und gemeinsam was Tolles Neues erschaffen kann. Also hier steht, was ich dir sagen möchte, was deine Finanzlage angeht, ne? Es ist nicht aussichtslos, es kommt auch was Neues rein für dich. Also, dass vielleicht wirklich jemand mit dir zusammenarbeiten will oder wenn du im Anstellungsverhältnis bist, dass es vielleicht sich für dich ein neuer Weg auftut, um ein anderes Projekt oder vielleicht ein bisschen mehr Bezahlung oder so. Schau da mal ganz genau hin. Aber es geht hier wirklich darum, dir selbst zu vertrauen, also deiner Intuition zu folgen, was hier der richtige Weg ist. Es geht darum, erstmal dein Gedankenkarussell zu beenden und wieder ein bisschen ins Vertrauen zu kommen. Und dann, dass du dich wieder an die Arbeit machst und dann vielleicht auch mit den richtigen Menschen zusammenarbeitest. Und dann wird alles gut. Ab dem Moment, wo du die richtigen Menschen triffst, okay? Super spannend. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teil dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Persönliche Legungen, wie gesagt, also Channelings, Soul Talks mache ich oder dein Coaching im Seelenpartner- oder Selbstliebeprozess. Kannst du alles bei mir online buchen über meine Webseite? Ich bin im Moment ausgebucht, aber ab dem 7. August kannst du gerne wieder buchen und ich freue mich sehr auf dich. Oder falls du noch nie bei mir gebucht hast, freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme. Das kannst du über die Webseite machen, über das Kontaktformular. Da ist auch meine WhatsApp-Nummer hinterlegt, die dienstliche, also die Business-WhatsApp-Nummer. Da kannst du auch gerne mal hinschreiben und dann gucken wir, welches meiner Angebote das Richtige für dich ist, okay? Vielen lieben Dank wieder für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, wir uns wiedersehen. Bye!